Marie Droste jetzt bei mir mit im Studio. Marie, lass uns vielleicht mal auf den aktuellen Frontverlauf auch schauen. Ja, letztendlich, man kann es erstmal so zusammenfassen. Es wird natürlich weiter gekämpft in Bachmut etwa, aber man muss wirklich sagen, große Geländegewinne gibt es auf beiden Seiten nicht. Die Situation ist wirklich ziemlich verharrt aktuell. Wir schauen einmal direkt auf die Karte der Ukraine. Natürlich vor allem das Zentrum weiter im Osten der Ukraine, im Donbass, auch in der Region Luhansk. Und wir sehen das rund um Bachmut gibt es natürlich weiter Kämpfe. Die Russen, die machen dort kleinere Geländegewinne. Aber auch die Ukrainer melden, dass sie immer wieder auch Vorstöße der Russen abwehren. Vor allem, wenn es eben wirklich um die Stadt Bachmut an sich geht. Die ist ja eingekesselt. Noch ist es aber den Russen auch nicht gelungen, dorthin weiter vorzudringen. Es gibt auch Überlegungen, ob man möglicherweise die Kämpfe dann noch weiter Richtung Norden verlagern könnte. Momentan ist es aber so, dadurch, dass einfach die Kämpfe in Bachmut noch nicht abgeschlossen sind, sind auch da weiterhin die Kräfte der Russen gebunden. Auch die Wagner-Söldner sind ja dort, auch wenn es einzelne Meldungen inzwischen gibt, dass auch dort die Überlegung ist, das wirklich mit russischen Truppen inzwischen zu ersetzen. Die haben insofern auch schon mal, also die Wagner-Söldner, eine kleinere Erfolgsmeldung. Sie haben die kleine Ortschaft Balodatne, die haben sie inzwischen eingenommen. Auch wenn wir nach Kremina schauen, etwas weiter nördlich, auch da haben wir inzwischen noch weiter Kämpfe. Und um Svatove dort im Norden, da sehen wir eben auch, dass die Ukraine offenbar eine Gegenoffensive vorbereiten. Also die haben sich dort auch im Wald zurückgezogen. All das, man beobachtet sich natürlich gegenseitig, wie die Situation dort aussieht. Es ist also eine Art Zwischenphase. Die nächsten Monate, die werden entscheidend und alles, was darüber auch schwebt, ist die große Frage, wann beginnt eigentlich die Frühjahrsoffensive? Es gibt nun Berichte, das kam schon von teilweise dem estischen Geheimdienst schon ein bisschen eher. Nun hat das auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg noch mal offiziell auch wiederholt, dass man davon ausgeht, dass Russland also durchaus auch 200.000 Soldaten neu in diesen Krieg bringen wird. Also die Reservisten, die sind inzwischen ausgebildet. Das heißt, auch die könnten dann in diesen Krieg kommen. Und man vermutet auch, dass die Russen wahrscheinlich nicht so lange warten werden, bis die westlichen Panzer, die ja nun zugesagt worden sind, bis die in der Ukraine sind, sondern wirklich versuchen, diese große Offensive so schnell wie möglich zu beginnen. Und das ist dann sicherlich auch für die Region, für den Oblast Luhansk entsprechend ganz entscheidend. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.